Sie sind in den Sekunden voll und halten tagelang. Obwohl Smartphones immer schneller und leistungsfähiger werden, machen doch den großen Herstellern den Akku schwer zu schaffen. Was man auch tut, bei den meisten Geräten geht der Saft ca. nach 1-2 Tagen aus. Akkus haben mehr Power als vor einigen Jahren. Dies brauchen sie auch, denn Smartphones werden immer leistungsfähiger und somit auch zum Stromfresser. Immerhin werden schon heute sogenannte Schnelllader angeboten, die den Akku zum Beispiel von dem Gerät HTC oder Samsung der neuesten Generation schon bis zu 40% schneller aufladen können. Das, meine lieben Damen und Herren, könnte sich aber in knapp 2 Jahren drastisch ändern. Ein Startup-Unternehmen in Tel Aviv ist daran, einen Akku zu entwickeln, der das Handy bis zu 30 Sekunden von 0 auf 100 laden kann. Und ein gutes Zeichen ist, dass der Akku bereits schon 2016 auf den Markt kommen sollte. Dieser wird ca. $100 kosten.